Hallo, ich bin Tina Schwarz und ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, deinem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Verhaltensberaterin und Coach für Menschen mit Hunden und mein Ziel, meine Vision, meine Mission ist es, dich und deinen Hund auf dem Weg in euer gemeinsames, authentisches, entspanntes, harmonisches und sicheres Leben zu begleiten. Und genau aus diesem Grund habe ich heute ein, wie ich finde, wundervolles Interview für dich vorbereitet mit Rosina Geltinger. Rosina ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet vorrangig mit Frauen an Glaubenssätzen, an Blockaden und begibt sich zusammen mit ihren Klientinnen immer wieder auf die Suche nach der Ursache, warum sich bestimmte Handlungsmuster zum Beispiel immer wieder wiederholen, warum es teilweise auch so schwer ist, dort auszubrechen. Und sie findet Wege, um dort herauszukommen, um die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und sie entsprechend dann auch zu leben. Aus meiner Sicht ist es ein super wertvolles Interview, vor allem auch für uns Hundemenschen, da wir uns sehr, sehr oft vom Außen beeinflussen lassen und es oft schwierig ist, sich und seinem Hund dann dort auch einfach treu zu bleiben. Deshalb dringende Hörempfehlung von mir an dich, das Interview hier und heute. Und wenn du nach dem Interview sagst, du möchtest eigentlich direkt weitermachen und reinspringen in diese Entwicklung und in diesen Weg, den ich für dich vorbereitet habe, mit sehr, sehr viel Liebe und Herz, dann kannst du einfach unter der Podcast-Folge gucken. Dort findest du von mir ein kostenfreies Workbook. Damit kannst du sofort starten. Und in wenigen Tagen öffnet auch ein letztes Mal für dieses Jahr die Anmeldung für meinen kostenfreien Clever & Soul Workshop. Durch diesen Workshop sind inzwischen schon, lass mich kurz überlegen, mehr als 8000 Menschen gegangen und haben den für sich und ihren Hund genutzt. Der ist absolut unverbindlich. Wenn du den Start der Anmeldung nicht verpassen möchtest, dann trag dich direkt unter der Podcast-Folge für mein Newsletter ein. Er ist auch kostenfrei und verbindlich. Kannst ihn jederzeit wieder abbestellen, wenn er dir nicht zusagt. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du mir Feedback zu der Podcast-Folge hinterlässt auf Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer du den Podcast hörst. Ich freue mich immer über eine positive Bewertung von dir zum Podcast. Damit hilfst du auch einfach anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Und natürlich, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann kannst du ihn auch einfach gleich sofort abonnieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt super, super viel Freude und viele Erkenntnisse bei dem Interview mit Rosina. Herzlich willkommen, Rosina, im Interview bei mir im Podcast. Ich bin so überglücklich. Ich finde gar keine Worte dafür. Ich freue mich einfach extrem, wirklich extrem, dass du da bist, dass ich die Ehre habe, dich mal interviewen zu dürfen für alle Hörerinnen und Hörer. Und alle anderen, oder viele, alle nicht, aber viele denken sich jetzt vielleicht, wer ist diese Rosina? Deshalb erzähl doch vielleicht erstmal ganz kurz, wer du bist und was du machst und ja. Ich bin ganz gerührt jetzt. Vielen, vielen Dank, liebe Tina. Ich freue mich riesig, dabei zu sein heute. Ist tatsächlich mein erstes Podcast-Interview. Also ich wurde schon ein paar Mal interviewt, aber noch nie für einen Podcast. Deswegen heute auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und psychologischer Coach und arbeite mit Menschen. Letztendlich mit Menschen, damit sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen möchten, um es jetzt mal ganz, ganz grob zu sagen. Ja. Und ja, das beinhaltet natürlich sehr viel, aber hauptsächlich arbeite ich mit Frauen, die unzufrieden sind oder aber auch besser für sich einstehen möchten. Das sind so die zwei ganz großen Themen, die immer wieder in ganz unterschiedlichen Facetten zu mir kommen oder zu mir finden. Was sind denn deine beiden, kann man dazu sagen, Steckenpferde oder Spezialitäten oder was auch immer, womit du arbeitest, weil das finde ich halt super spannend. Ich hoffe, du weißt, worauf ich gerade hinaus will. Meinst du die Methoden, mit denen ich arbeite? Oder? Ja. Okay. Ich glaube, ja. Also ich arbeite sehr viel in den tieferen Schichten, weil ich
einfach der Meinung bin, wenn ich wirklich was ändern möchte, muss ich an die Wurzel der Themen gehen. Alles andere, ich habe da mal einen super schönen Vergleich gelesen, wenn mein Auto, wenn am Motor irgendwas nicht stimmt, dann leuchtet ja immer ein rotes Lämpchen auf oder irgendwas piepst. Und wenn der Mechaniker dann einfach nur die Lampe austauscht, dann beschuldigt mich das zwar jetzt im Moment und es fühlt sich besser an und ich habe das Gefühl, ich kann sicherer fahren, aber am Motorschaden ändert es ja nichts. Ich muss den Motor reparieren, damit das Ganze wieder läuft. Und so letztendlich arbeite ich auch. Also ich arbeite viel mit Glaubenssätzen, mit innerer Kindarbeit. Ich arbeite viel mit alten Prägungen, Mustern, inneren Strukturen. War das jetzt eine Frage? Das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Das war genau das, worauf ich hinaus wollte, weil ich es so spannend finde, weil ich letzten Endes im Hundetrainingsbereich ja sehr ähnlich arbeite an die Ursache und nicht an das Symptom. Tatsächlich ja auch Glaubenssätze, also ich will jetzt gar nicht sagen, Hunde haben auch Glaubenssätze, aber es gibt, die haben ja auch Überzeugungen. Wie zum Beispiel, wenn ich alleine bin, bin ich verloren und dann haben die Trennungsstress. So ist es. Und dann muss man halt auch rangehen, dass die wieder Selbstwirksamkeit bekommen, dass sie verstehen, sie sind nicht verloren, nur weil ihr Mensch nicht mehr da ist und so weiter. Und das finde ich halt so cool, weil es sich dadurch so extrem gut ergänzt. Und ich glaube auch ergänzen muss, wenn man erfolgreich mit seinem Hund trainieren und leben will, sage ich mal. Wenn man harmonisch und entspannt miteinander leben möchte, dann ist es essentiell, dass wir nicht nur diese Arbeit beim Hund machen und die Ursachen beim Hund aufspüren und verändern, sondern die tatsächlich auch bei den Menschen machen. Und da sind wir ja eigentlich direkt in dem Thema, über das wir heute sprechen wollten. Genau. Und zwar habe ich mir jetzt einfach so als große Oberfrage aufgeschrieben, die ich dir gerne stellen möchte, was wir Menschen von Hunden lernen können. Viel. Das glaube ich auch. Ich würde noch gern einen Satz einhaken, wenn es okay ist, zu dem, was du gesagt hast, dass Hunde Überzeugungen haben oder so eine Art Glaubenssätze. Ich glaube, das ist bei Hunden oder bei Tieren im Allgemeinen, bei uns Menschen übrigens auch, dass das eher sowas ist wie ein natürliches Verständnis vom Leben, mit dem wir auf die Welt kommen. Also genauso wie jedes Baby, das geboren wird, nach der Brust sucht als erstes. Genauso wie jedes Fohlen, wenn es auf der Welt ist, nach, ich weiß es gar nicht, 1-2 Stunden versucht aufzustehen. Das ist, glaube ich, nichts, wo die drüber überlegen, sondern das ist einfach so eine natürliche Prägung, mit der die schon auf die Welt kommen. Das haben die Hunde, glaube ich, auch. Das ist wirklich so was Natürliches. Was können wir von Hunden lernen? Einmal glaube ich, dass die Hunde wirklich mit sich, von Natur aus mit sich im Reinen sind, also wirklich so einen ganz tiefen inneren Frieden spüren. Und da gibt es wahrscheinlich keinen besseren Trainer, um selbst mit sich ins Reine zu kommen und einen inneren Frieden zu finden, als mein Hund. Ja. Und sie sind im Hier und Jetzt. Und das ist ja diese ganze Achtsamkeit, Branche, zielt ja eigentlich total darauf ab. Und das können wir auch von den Tieren auf jeden Fall lernen, weil die einfach ganz im Moment sind und das tun, was ja auch mit dem inneren Frieden zu tun hat, das tun, was sich jetzt gut anfühlt, was sich jetzt richtig anfühlt und nicht, wie wir Menschen uns ständig Gedanken drüber machen, ob das jetzt okay ist, kein Hund überlegt sich, ob das jetzt okay ist, sich hier in der Sonne hinzulegen und mal ein Schläfchen zu halten. Ja, genau. Er überlegt auch nicht mal, was muss ich denn noch alles tun? Und ich muss jetzt noch putzen oder sowas. Der macht's, weil sich's gut anfühlt. Genau. Und weil sich's richtig anfühlt. Genau, ich glaube, so ein bisschen so Hunde mit Traumafolgestörungen und so muss man da ein bisschen ausklammern, wenn die getriggert, also, oder auch mit Angststörungen, ne, wenn die dann getriggert werden, Flashback haben oder so, das klammern wir da komplett aus. Aber es gibt ja sehr viele Hunde, also die Großzahl der Hunde, die davon nicht betroffen sind. Und ich finde das Beispiel gerade so extrem passend, weil meine Hunde machen das halt auch und ich glaube, jeder Hund macht das. Boah, das Wetter ist so schön, ich gehe mal raus, ich lege mich mal, mein Beagle war da der Profi drin, ne? Ich gehe mal raus, ich lege mich in die Sonne.
Wirklich so, ich knall mich komplett in die Sonne, lege mich einfach auf die Seite, mitten in den Weg, völlig egal wo. Ja, genau. Weil hier ist gerade irgendwie der schönste Platz, hier ist das Gras am grünsten oder so, ne? Und hier lege ich mich hin und hier schlafe ich jetzt, ohne drüber nachzudenken, muss jetzt jemand über mich drüber steigen? Habe ich heute noch, ne, wie du sagst, habe ich irgendwas noch zu tun? Oder nee, ich lege mich jetzt hier hin und chill einfach meine Base hier in der Sonne. So. Ja. Und wenn es mir zu heiß wird, dann stehe ich auf und lege mich unter den Baum. Das hat er ja mal gemacht, genau. Wenn es dann zu heiß wurde, ist er in Schatten und dann ist er wieder in die Sonne. Und so ist er dann immer hin und her und hat einfach sein Leben genossen. Ja. Ja, und es ist ja, ich finde, es gibt ja fast wenig, was noch entspannender ist, als so einem Hund beim Schlafen zuzugucken. Ja, alleine so, alleine schon wie die atmen. Oh, das können wir auch noch lernen von den Tieren. Wieder dieses richtig tiefe Atmen. Wenn so ein Hund da liegt und schläft, oder selbst wenn er gar nicht schläft, sondern wenn der einfach nur da liegt und halt chillt, da bewegt sich ja der ganze Körper. Ne? Ganz sanft, ganz, also das können wir auch noch von den Hunden lernen. Dieses wirklich weg von dieser Stressatmung, die meistens irgendwo im Brustkorb stecken bleibt. Weil dadurch machen wir uns noch mehr Stress. Also über die Atmung können wir sehr, sehr viel auch regulieren. Und das machen die Hunde, leben einem das perfekt vor. Ne? Ja, das ist so, wenn man die Hunde gerade wenn es um Achtsamkeit geht und um die Gedanken mal im Moment halten und nicht bei was war und was kommt, Genau. sind die wirklich tolle Vorbilder. Und nicht nur Hunde, eigentlich wahrscheinlich fast alle Tiere. Ja, würde ich auch sagen. Also alle Ja. Tiere, außer sie sind eben traumatisiert oder haben, also wie ich jetzt von dir gelernt habe, bei Hunden heißt das dann Traumafolgestörung. Traumafolgestörung. Heißt es bei Ja. Menschen nicht auch so? Nee, das ist dann die posttraumatische Ach so, ja, Belastungsstörung. genau. Bei Hunden Aber wird das das ist gerade wahrscheinlich. erforscht, deswegen traut man sich das noch nicht, das so. Also Ja. ich traue es mich nicht, das PTBS bei Hunden zu nennen, aber tatsächlich wird Kanine-PTBS gerade auch erforscht. Ja, aber letztendlich ist das, nehme ich mal an, Genau. dieselbe Störung. Ja, genau. Also Genau. das muss man natürlich ausnehmen oder außen vor nehmen bei allen Tieren. Aber sonst haben das alle Tiere so. Wenn man sie lässt. Genau. Wenn Okay. man sie lässt. Natürlich. Und da sind wir direkt so bei dem zweiten Punkt. Also tatsächlich, so ist es ja hier zum Interview gekommen. Wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, 6 Wochen oder so, haben wir mal gesprochen und uns in ein wahnsinnig spannendes Gespräch irgendwie verwickelt, wo ich dann gesagt habe, halt, stopp, wir müssen jetzt hier abbrechen und müssen es im Podcast fortführen. Das ist so wertvoll. Und da haben wir auch unter anderem drüber gesprochen, warum wir den Hunden diese Natürlichkeit, die ja eigentlich wunderschön ist, immer wieder nicht ermöglichen oder sie unterdrücken, wie zum Beispiel dieses mitten im Weg liegen, weil da ist es gerade am schönsten und dann gibt es ja irgendwelche Trainingstheorien, die da sagen, der darf das nicht, weil das ist dominant oder whatever. Wirklich, gibt es das? Ja, Okay. ja, 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 Ja. ja, Ja. 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 Nicht in meinem Universum, aber gibt es, ja, und weit verbreitet leider. Und jetzt überlege ich gerade, da sind wir so drauf gekommen, was sie tatsächlich in uns ja wieder aktivieren, warum wir da so reagieren letzten Endes und ihnen diese Natürlichkeit verbieten. Ja. Die Tiere sind letztendlich ja auch ein Spiegel für uns. Ja, so wie ja jedes Gegenüber ein Spiegel für mich ist. Ja, jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist ein Spiegel und genauso ist es bei den Tieren. Nur durch das, dass die eben so sehr mit sich im Frieden und im Reinen sind und auch ich sage jetzt mal, ungezähmte Lebendigkeit haben, ja, das wird uns halt ständig vor Augen gehalten. So, jetzt sind wir aber. Und da schließe ich alle Menschen mit ein, die in einem zivilisierten Land groß geworden sind, werden letztendlich von sehr klein auf und aller spätestens im Kindergarten eigentlich schon dazu angehalten, diese Lebendigkeit zu unterdrücken. Ja, und bitteschön, jetzt nicht so laut zu sein und nicht so und aber auch nicht zu leise zu sein und ja nicht so viel zu rennen und das so zu machen, wie die anderen das erwarten. Und letztendlich hat es zur Folge, dass wir unsere eigene Lebendigkeit, auch dieses unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Also wenn ich Kinder anschaue, die leben auch sehr im Hier und Jetzt übrigens, ne? Und ein Kind kann in einem Moment unfassbar wütend sein,
und unfassbar zornig sein. Und im nächsten Moment lacht es über beide Ohren und ist total glücklich. Das Kind macht da keine Show oder sowas, sondern das fühlt wirklich in der einen Sekunde so und in der anderen Sekunde so. Ja? Und das wird uns verboten. Das wird uns abtrainiert. Wie gesagt, spätestens im Kindergarten. Also wenn das Kind das große Glück hat, dass die Eltern gut mit sowas umgehen können, dann wird spätestens in diesen Institutionen, ja, hat so keine Chance mehr. Und es muss sich anpassen. Und das Anpassen steht in unserer Gesellschaft höher als das Lebendigsein. Und dann kommt da mein Hund daher, ne? Und pfeift da vollkommen auf diese Regeln, sondern macht genau das, worauf er Bock hat. Ja, das triggert natürlich was von mir, weil da in mir so, ich sage jetzt mal so, die kleine Kinderstimme, die aber jetzt eigentlich schreien wollte, weil sie wütend ist, oder die jetzt einfach laufen wollte, weil sie so viel Energie hatte oder sowas, die aber unterdrückt wurde und die sich dann angepasst hat, damit Mama und Papa nicht sauer sind, ne, die kommt dann hervor und sagt, wieso darf denn dieser Hund das, ja, wenn ich das nicht durfte? So könnte ich mir vorstellen, dass ganz oft die Dynamik ist, die da so dahinter steckt einfach. Können da auch Ängste dahinter stehen, Angst vor Ablehnung oder ja. So? Also das ist das, was ich halt, also ich selbst bin so groß geworden, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, dass man erfolgreich sein muss. Also wenn man was anfängt, führt man es zu Ende und bla bla bla. Und ich bin dann damals so auch tatsächlich in das Leben mit meinen Hunden gestartet, dass ich für mich klar war, meine Hunde werden die perfekten Hunde. Also für mich gab es gar keine andere Option, als die verhalten sich angepasst. Ja. Yeah. So wie man sich so einen gut erzogenen Hund vorstellt, genau so werden meine Hunde. Mhm. Und dann mit dem Pablo ging das dann auch ganz gut, weil Pablo war, der hatte zwar Angst und so, aber das war eigentlich jetzt rückblickend betrachtet für mich zumindest relativ easy. Und Pablo war ein sehr gesellschaftstauglicher Hund von sich aus. War das mein erster Hund? Der Beagle, genau. Ja, okay. Mhm. Und dann kam mir ein halbes Jahr später der Chucky, der Grand Anglo-Français, und der hatte eine Traumafolgestörung. Also wenn man von Canina PTBS sprechen möchte, er hatte das, der hatte auch Flashbacks und so weiter. Und der war alles andere als, in Anführungszeichen, gesellschaftstauglich. Mhm. Und der war alles andere als angepasst, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Und ich bin damals dann natürlich, also erst echt mit einem richtigen Druck dort rein und dann irgendwann nach richtigen Verzweiflung und einer Angst. Mhm. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich kriege das nicht hin, dass dieser Hund so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube schon, dass in mir damals dort eine Angst vor Ablehnung getriggert wurde, weil ich Sorge hatte, wenn ich jetzt nicht erfolgreich bin, dann bin ich nicht mehr geliebt oder nicht mehr anerkannt oder nicht mehr sicher oder was auch immer mein Kopf mir da erzählt hat. Ja. Also ich glaube, da ist wirklich so dieses Anpassungsthema die große Überschrift. Ne? Es ist natürlich für uns dann auch unangenehm, anderen gegenüber. Ne? Wenn ich jetzt merke, oh, mein Hund funktioniert nicht so, oder ich sage zu dem irgendwas und der reagiert nicht, der hört nicht. Ne? Diese Angst vor Ablehnung und dann auch, also ich glaube, was da auch noch viel dazu kommt, was da noch viel reinspielt, ist, dass wir letztendlich automatisch, außer wir arbeiten sehr intensiv daran, greifen wir auf das zurück, was wir gelernt haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das einfach so anwende, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, wie meine Erzieher mit mir umgegangen sind und sowas, sind einfach sehr hoch. Deswegen werden ja zum Beispiel auch ganz viele Missbrauchstäter waren selbst Missbrauchsopfer. So paradox das ist. Und ich glaube, wenn das dann so nicht funktioniert, wie du jetzt da erzählt hast von deinem zweiten Hund, dass da auch dann viel Überforderung und Hilflosigkeit reinspielt. Ne? Also einmal so, ich will diesen perfekten Hund haben, schon auch diese Anforderung an mich selbst. Und dann aber merken, okay, jetzt spielt dieses Tier nicht so mit, wie ich mir das vorstelle. Dieses, was mache ich denn jetzt? Hm? Das, glaube ich, ist auch noch ein Aspekt. Also ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Genauso wie jeder Hund sehr individuell ist und jeder Mensch sehr individuell ist, wird es bei jedem so sein Hauptthema. Ne? Die einen haben Ängste davor, nicht geliebt zu werden. Die anderen haben das Gefühl, sie müssen was leisten und sie müssen was tun, um sich Liebe zu verdienen. Ja? Die nächsten haben Angst davor, diese Gefühle in sich auch zu spüren oder überhaupt, ne, wahrzunehmen, weil sie das Gefühl haben,
wenn ich das einmal wahrnehme, dann überrollt mich das total. Ne? Wie oft verdrängte Gefühle, da haben wir oft die Angst davor, dass die unglaublich groß sind. Ne? Also ich habe viele Klientinnen schon gehabt, die gesagt haben, nee, ich kann jetzt nicht weinen. Weil wenn ich jetzt anfange zu weinen, dann höre ich nie wieder auf. Sie haben alle wieder aufgehört. Aber das ist so das Gefühl. Ne? Und das könnte ich mir eben vorstellen, dass da durch die Tiere auf so vielen Ebenen Sachen getriggert oder einfach aktiviert werden, was das Herrchen oder das Frauchen wirklich gut an seine Grenzen bringen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite, das Tolle ist ja daran, es kommt immer darauf an, wie wir es sehen, ist es für die Menschen natürlich eine super Chance, genau mit diesen Themen, die sie mit ihrem Hund erleben, das zu verändern und das aufzulösen, daran zu arbeiten und zu sagen, okay, mein Hund, irgendwas macht er mit mir, ne, wo bei mir ein Thema sich zeigt. Und das ist ein super Wegweiser. Ne? Das ist letztendlich auch von unserer Seele so ein, hey, da geht's lang. Mhm. Oder ich da wäre ein guter Weg. Entschuldige. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das erkennen und das auch gehen. Mhm. Weil das Problem, wenn wir, also wir haben ja immer so zwei Optionen. Zumindest fallen mir zwei Optionen ein, wenn wir getriggert werden. Entweder ich gucke es mir an oder ich gehe in so eine Verteidigung rein und gucke es mir halt nicht an. Mhm. Und wenn ich bei einem Hund in eine Verteidigung gehe, bedeutet das immer, ich werde äußerst ungerecht meinem Hund gegenüber, weil der hat ja gar nichts gemacht, der wollte mich ja nicht triggern. Der hat ja nicht gesagt, der zeige ich es jetzt. Ne? Ich pinge jetzt hier hin, weil ich weiß, dann regt die sich am meisten auf oder so. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Also denkt ein Hund ja überhaupt nicht. Und deshalb ist es, sehe ich sogar als unsere Pflicht an, bei Hunden und wahrscheinlich sogar auch bei Kindern, dass wenn sie uns triggern, dass wir es uns angucken und es nicht einfach wie so ein Bumerang wieder zurückschmeißen. Ja, genau. Und es ist ja super. Es ist ja super, dass wir die Chance haben. Mhm. Ne? Denn nur so, wir kommen ja nur an die Themen wirklich ran, wenn wir eben getriggert werden. Ne? Wenn es hochkommt, ne? Wenn das aus dem Unterbewusstsein einfach langsam ins Bewusstsein steigt. Und genau wie du sagst, es ist einmal total ungerecht gegenüber dem Tier. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir das nicht anschaue, dann führt es letztendlich dazu, dass ich echt, ich sage jetzt mal wirklich so ganz salopp ein Scheißverhältnis mit meinem Tier habe und dass das Ganze kein Miteinander ist, sondern dass ich halt ständig gegen den Hund kämpfe. Und wahrscheinlich auch immer eine gewisse Unzufriedenheit in meinem eigenen Leben mit mir trage, oder? Ja, genau, genau. Das macht mich ja nicht glücklich. Und das Thema wurde ja schon aktiviert, weißt du? Mhm. Also das geht ja nicht einfach wieder weg, ne? Nur weil ich es jetzt nicht angucken möchte oder weil ich vielleicht auch meine Augen davor verschließe, also das gar nicht wahrhaben will. Deswegen ist das ja nicht aus der Welt geschafft. Das ist ja trotzdem da. Und das ist eben das, was, da komme ich dann ins Spiel oder meine Arbeit, weil das zehrt so viel Energie und das schraubt so viel Lebensfreude und es führt einfach dazu, dass es uns nicht gut geht, dass wir unglücklich werden, dass wir unzufrieden sind. Und dann geht es meistens weiter, dass wir versuchen, das irgendwie nicht spüren zu müssen und dann, was weiß ich, gehen wir einkaufen oder versuchen wir Dinge zu machen, damit wir glücklicher sind. Und dann funktioniert das vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig, weil ne, das Thema ist da. Und das Einzige, wie wir damit klarkommen oder ins Reine kommen, ist, wenn wir es auflösen, wenn wir es integrieren, wenn wir damit arbeiten. Mhm. Ich glaube auch, also ich weiß nicht, wie du hast ja da bedeutend mehr Erfahrung. Ich kann ja da, sage ich jetzt mal, vor allem was jetzt das Auflösen von Glaubenssätzen und so weiter angeht, spreche ich jetzt einfach mal gerade nur von meinen persönlichen Erfahrungen, dass diese Angst, überrollt zu werden, ich glaube, die haben viele Menschen. Mhm. Auch diese Angst, was passiert, wenn ich mir das angucke. Ja. Was passiert da mit meinem Umfeld? Bricht das weg? Bricht meine Familie weg? Alles das, was ich jetzt gerade habe, wo ich mich sicher fühle, wenn ich mir jetzt in Anführungszeichen nur aufgrund meines Hundes, weil mein Hund mich triggert, mir jetzt da was angucke, was könnte mit mir passieren? Und meine persönliche Erfahrung aus meiner eigenen Geschichte ist ja tatsächlich, dass ich nie mit mehr konfrontiert wurde, als ich stemmen konnte sozusagen. Mich hat es nie überrollt. Es kam immer genau so viel eigentlich an, dass es mich herausgefordert hat, aber dass es mich nicht überfordert hat.
Würdest du sagen, das ist immer so oder häufig so? Also ich vertraue in meiner Arbeit tatsächlich auch immer drauf, dass genau das kommt, was zum einen jetzt dran ist und auch das kommt, was die Seele gerade packen kann, was der Mensch gerade packen kann. Dieses, ich werde überrollt davon, das ist wirklich, das ist einfach eine Angst. Das ist eine Angst, die kognitiv gemacht wird. Das kommt aus dem Verstand, aber ich habe es noch nicht erlebt. Und ich mache den Job jetzt auch schon seit 10 Jahren. Also mir ist es noch nicht passiert. Und ich habe schon auch mit schwer traumatisierten Menschen gearbeitet. Also ich habe schon auch einige Fälle gehabt, wo ich sage, boah, das ist schon echt richtig, richtig grausam, was die erlebt haben. Aber selbst da war es, kam immer, immer genau das, was jetzt richtig war. Wobei das schon auch tatsächlich ein bisschen mit dem Therapeuten auch zusammenhängt. Es gibt so ein paar sehr radikale Therapieformen, was nicht in einen Prozess eingebettet ist, der ja, wo auch rundherum für die Klienten gesorgt wird. Da kenne ich schon einige Fälle, wo es nicht so war. Aber davon würde ich immer abraten. So oder ja. So. Das ist, es gibt es im Hundetraining ja genauso, ne, dass du traumatisierte Hunde einfach mit dem angstauslösenden Reiz so hardcore konfrontierst, bis sie sich irgendwann entspannen. So. Ja, genau. Und also auch aus tierschutzrechtlicher Sicht tatsächlich und auch aus lerntheoretischer Sicht ist es in meinen Augen absolut abzulehnen im Hundetraining. Und bei Menschen genauso, weil es so viele andere Methoden gibt, ja, die so viel sicherer sind, die ja, so weniger fehleranfällig einfach sind, ne? Wo du ja, halt wirklich immer nur mit dem konfrontiert wirst, was du gerade leisten ja, kannst, dass du nicht überfordert wirst und im schlimmsten Fall retraumatisiert wirst oder so. Genau. Das ist bei Hunden, glaube ich, dann wie bei Menschen. Eine Sache würde ich gerne noch aufgreifen, die du vorhin ganz kurz so reingeworfen hast und die bei mir jetzt wieder so ein Pling irgendwie im Kopf gemacht hat. In meiner Erinnerung damals an den Chucky, an unsere erste Zeit. Ich glaube, also viele Menschen, es ist eine Spekulation jetzt von mir, viele Menschen wachsen ja schon auf mit wenig Kontakt zu ihren Emotionen. Wir sollen die ja irgendwie auch nicht so zeigen, ne? Du sollst nicht ja, heulen, vor allem Jungs sollen ja nicht heulen. Habe ich letzte ja, Woche erst wieder gehört, wie das ein Papa zu seinem vierjährigen oh, Sohn gesagt hat, der ist gestürzt. Und dann hieß, echte Männer weinen nicht, ne? Wo ich gleich gedacht habe, oh, nimm ihn doch einfach in den Arm. So, ja. Nimm ihn doch einfach in den Arm, dann hört er auch auf zu heulen. Ja. Und der hat aber gemerkt, Papa ist für mich da. Und das für mich damals tatsächlich auch, der Chucky, der hat mich halt gezwungen, ne? Weil das war, es war hopp oder top. Entweder ich werde richtig krass zu diesem Hund, richtig brutal einfach, muss man so ja, sagen, und unterdrücke ihn massivst. Oder ich bin bereit, diese innere Arbeit bei mir zu tun mhm, und auch die äußere, sage ich jetzt mal, mir das Wissen anzueignen, wie kann ich ihm helfen, mhm, wirklich helfen, nicht unterdrücken, sondern wirklich helfen an der Ursache. Und der hat mich damals aufgebrochen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es wirklich so, als hätte der so einen Schutzpanzer aufgebrochen mhm, und durch alle Risse dieses Panzers sind die Emotionen langsam wieder so rausgeflossen, ja, dass ich wieder mehr und mehr mit meinen eigenen Emotionen tatsächlich, mit meinen Wünschen, mhm, mit meiner Lebendigkeit, ich war eigentlich ein sehr lebendiges Kind, mhm, bin auch aus dem Kindergarten abgehauen, um mir ein Eis zu holen und so, ne? Also, und das wurde ja, ja dann aber auch ja, logischerweise auch dann irgendwie unterdrückt, ne? Und jetzt, ja, ich komme immer wieder mehr in Kontakt mit dieser ja, Lebendigkeit und diesem Wesen Kind, was ich mal war einfach. Mhm. Und er hat mich da tatsächlich Stück für Stück mehr und mehr aufgebrochen und mich dadurch in Kontakt mit meinen Emotionen, mit meinen Wünschen und auch wirklich mit meinen Bedürfnissen gebracht. Was wollte ich jetzt fragen? Genau. Wie du das siehst mit dem Thema Emotionen bei Menschen und inwiefern sind wir in Kontakt mit unseren Emotionen und unseren Bedürfnissen oder vielleicht auch nicht? Also das ist schwer allgemein zu beantworten, weil jeder eine andere Geschichte hat und bei jedem wurde anders damit umgegangen. Aber ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass also wenn ich sowas höre, was du jetzt gerade erzählt hast mit diesem Vater und seinem Sohn, ich
kann ich mir im Kopf schütteln, dass sowas immer noch ist. Ich meine, vor 50 Jahren war das gang und gäbe. Also da hätte wahrscheinlich sogar noch eine Ohrfeige gekriegt. Aber also dass das heute, 2021, immer noch gesagt wird, finde ich schwierig, wirklich schwierig. Ich glaube, dass wir tatsächlich ab einem gewissen Grade immer weiter von unseren Emotionen entfernen, also in der Kindheit, ne, ich sage jetzt mal so die ersten, je nachdem wie die Eltern sind, aber die ersten ein, zwei Lebensjahre sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut mit unseren Emotionen in Kontakt, aber selbst da passieren ja schon sehr, sehr viele Sachen, die diesem natürlichen Programm, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, ne, dass ich glaube, dass wir keine Glaubenssätze haben, sondern so ein natürliches Programm einfach in ihnen ist. Das wird ja bei uns Menschen schon von Anfang an gebrochen, letztendlich. Ne? Also da geht es ja schon mal los, dass wir eigentlich Traglinge sind. Und eigentlich ja wirklich die Babys die ganze Zeit am Mutterleib oder beim Vater halt die ganze Zeit in der Trage sein sollten. Und da kommen immer mehr Enttäuschungen schon von klein auf, wo immer so dieses, oh, es ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Also dieses natürliche Programm bekommt von Anfang an ganz viel Enttäuschung. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich merke, dass ich so, wie ich bin, ja, jetzt nicht geliebt werde, ist wahrscheinlich krass gesagt, aber wenn ich so, wie ich bin, also wenn ich zum Beispiel wütend bin oder wenn ich zornig bin oder sonst irgendwas, dann ist die Mama sauer oder sie hat mich nicht so lieb oder sie ist nicht so zugewandt, ne? Dass ich merke, wenn ich bin, wie ich bin, werde ich nicht so angenommen, wie ich das brauche oder wie ich das wünsche oder wie ich mir das wünsche. Und dann fange ich an, das letztendlich gegen mich zu richten und mich anzupassen. Ja, dann fange ich, weil als Kind bis 6 Jahren sind eigentlich meine nächsten Bezugspersonen, also meine Eltern, im Zweifel noch Großeltern und auch so schon Erzieher und sowas, das sind für mich Götter. Das ist per Natur so. Die Fachliteratur sagt bis 6 Jahren. Ich glaube tatsächlich, dass es sogar noch ein Stück weiter geht, ein Stück länger geht. Und wenn die mir spiegeln, dass meine Emotion nicht okay ist. Ja? Dieser Papa, der zu seinem Sohn sagt, deswegen musst du jetzt nicht heulen. Ja? Das war doch jetzt gar nicht so schlimm, ne? Zum Beispiel. Ja? Was dann beim Kind passiert ist, okay, der Papa hat gesagt, es war nicht schlimm, aber für mich fühlt es sich schlimm an, mir tut es weh, deswegen habe ich geweint. Aber der Papa hat recht. Also ist mit mir was falsch. Ja? Und das können auch ganz, ganz Kleinigkeiten sein. Das muss nicht immer eine große Situation sein. Das muss nicht was Schlimmes sein, sondern das sind so kleine Momente, in denen vielleicht die Mama nicht achtsam ist oder so oder nicht die Zeit hat, auf das Kind einzugehen, was ja auch vollkommen verständlich ist. Die Mutter hat ja auch Bedürfnisse. Ne? So ist es ja nicht. Aber solche Erlebnisse treiben uns immer mehr von unseren eigenen Emotionen weg und führen dahin, dass ich anfange, Dinge zu machen, die sich bewährt haben. Wo ich weiß, wenn ich ein liebes und braves Mädchen bin, dann hat die Mama mich lieb. Und meine Erfahrung ist jetzt die, dass wir uns dann sehr gut Strategien zurechtlegen, wie wir gut damit klarkommen. Und dann ziehen wir das so durch bis, ja, also ich sage jetzt mal so, die frühesten, die ich erlebt habe, waren so Mitte 20. Die meisten, die zu mir kommen, sind meistens so Anfang 30. Es kommen auch später schon Leute zu mir, also Ältere. Die haben aber meist schon irgendeine andere Art von Vorerfahrung. Also die haben schon mal irgendwie ein Coaching gemacht oder haben schon zigtausend Bücher gelesen. Und irgendwann passiert dann was, wo den Menschen eben klar wird, so kann es nicht weitergehen. Ja, entweder, wie gesagt, durch den Hund, der mir das penetrant vorlebt, was ich weggedrückt habe, oder weil ich in Burnout schlitter oder na, weil ich Fettprobleme in meiner Beziehung habe und das in den letzten 5 Beziehungen immer dasselbe Thema war. Na, also alles, was mir ein Spiegel ist. Ja, Beziehung, Tiere, Kinder, Arbeit, also alles, was mir meine Themen spiegelt. Irgendwann knallt es an irgendeiner Stelle. Und dann
wird uns das schon langsam bewusst und dann geht es wieder zurück. Also dann beginnt dieser Weg immer mehr wieder Kontakt zu mir, Kontakt zu meinen Emotionen, Kontakt zu meinen Bedürfnissen, Kontakt zu meiner Lebendigkeit, so wie du es auch gesagt hast. Ich fand das auch vorher so schön, also ich glaube, der Hund, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, nicht Pablo? Pablo und Schuki waren es. Pablo war der Beagle und Schuki war der quasi mit der die Hülle aufgebrochen hat. Ja, genau. Und ich glaube, der war wahrscheinlich wirklich so dein größter Lehrmeister oder dein größter Guru. Und deswegen bist du jetzt wahrscheinlich auch der Mensch, der du bist. Und deswegen machst du jetzt auch die Arbeit, die du machst. Ist so, ja. Weil du, ja, und wir haben oft Angst davor, dass es unangenehm wird, dass es wehtut, dass es tränenreich ist. Und ja, das ist es manchmal. Das ist es auch oft. Ja, ich bin diesen Weg auch gegangen. Das war jetzt nicht immer nur Heiterteil und Friede, Freude, Eierkuchen. Und ach Gott, ist es schön, an mir zu arbeiten und an meinen Prägungen. Und super, ja, jetzt habe ich da schon wieder was gefunden. Toll. Nee, so ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz steht da so ein tiefes Geschenk dahinter. Und gerade wenn man jetzt bei dir guckt, du wärst wahrscheinlich nicht die du jetzt bist. Ich wäre in einem völlig falschen Leben angekommen. Ja. In einem völlig falschen Leben. Und ich denke auch, also inzwischen sehe ich es auch oft so, in jeder Situation steckt ein Geschenk. Ja. Und ich darf einfach nur lernen, danach Ausschau zu halten. Ja. Ja, oder wie ich sonst immer sage, immer positive und negative Potenziale. Es ist immer alles vorhanden. Und es ist die Frage, worauf ich mich fokussiere und wem ich danach gehe letzten Endes. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als mehr und mehr in Kontakt mit seinen eigenen Emotionen und Bedürfnissen zu kommen. Und etwas, was ich auch lernen durfte, nicht zuletzt auch tatsächlich in den letzten 12 Monaten, ist, man wird immer abgelehnt. Scheißegal, wie man ist. Es ist egal, wie ich mich verhalte, wie angepasst oder unangepasst ich mich verhalte, wie angepasst oder unangepasst meine Hunde sich verhalten. Es gibt immer etwas, wofür wir abgelehnt werden. Und wenn es einfach nur ist, dass meine Windhunde ja so klapperdürre sind und ich die mal richtig füttern muss. Das kann alles super laufen. Die laufen perfekt an der Leine. Die benehmen sich total gut. Die rennen nirgends hin. Die hören uns. Also richtig, mit denen kannst du richtig easy durch die Stadt gehen. Easy Begegnungsschwierigkeiten, aber ansonsten ist es wirklich easy mit denen. Und dann kommt trotzdem ein Mensch, der mir sagt, meine Hunde sind zu derre und ich soll die mal richtig füttern. Du wirst immer abgelehnt. Es ist egal, was du tust. Also zu versuchen zu funktionieren, um nicht abgelehnt zu werden, ist ja eh eine Illusion. Richtig, richtig. Da läufst du dich wirklich dämlich wie so ein Hamster in seinem Rad. Ja. Und das ist einfach letztendlich ein Ziel, das du nie erreichen kannst. Ja. Und auch gar nicht erreichen möchtest, glaube ich, oder? Nee. Also die Frage ist ja auch, was hilft mir das? Genau, und je früher du das für dich auch akzeptierst und sagst, hey, dann sollen die einfach denken, was sie wollen. Ja? Kann dich ja auch ärgern drüber. Das ist ja auch okay. Solange es dich nicht in deiner Persönlichkeit irgendwie erschüttert und dazu führt, dass du dich verbiegst, ja, desto besser wird es dir gehen und desto entspannter wirst du leben, ganz klar. Ja, ich glaube, was ich immer richtig schade finde, ist, was ich wirklich oft erlebe, auch jetzt in den Online-Trainings nach wie vor, weil wir ja unsere Facebook-Gruppen haben, wo sie sich ja, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich ja wirklich viel austauschen. Ja. Das läuft gut, man macht Fortschritte und dann kommt irgendein Rückschritt, weil irgendeine richtige Kacksituation einfach passiert ist. Ne? Du warst im Sandwich von vorn und von hinten, kamen Hunde und dann ist dein Hund halt doch wieder eskaliert, weil er das einfach noch nicht aushalten konnte. Und für mich, inzwischen, ist das für mich so, shit happens und ich gehe dann weiter und dann gehen wir weiter. Also ist halt passiert. So. Ja. Ich messe diesen Situationen keinen besonderen Stellenwert bei. Ja. Und das, was ich aber immer sehe bei vielen anderen Hundemenschen, ist, dass sie diesen Situationen immer so einen ganz besonderen Stellenwert beimessen. Diesen sehr emotionalen Situationen, wo sie selbst Hilflosigkeit gespürt haben, der Hund sehr emotional geworden ist, sie sehr emotional geworden sind und dann meistens ja wirklich auch noch Ablehnung von außen kam, weil man hat seinen Köder ja nicht im Griff. Ja. Dass das so massiv zurückwirft, dass alle Fortschritte nicht mehr sichtbar waren und der gesamte Fokus nur noch auf dieser einen Situation liegt und nicht auf den 23 Stunden und 55 Minuten, die der Tag ja auch noch hatte, die schön waren. Ja, ja. Das ist tatsächlich ein menschliches Phänomen. Da habe ich auch letztens gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht recherchiert. Wir Menschen haben schon die Tendenz, uns eher auf das Negative zu fokussieren. Ne?
Und also außer wir arbeiten da ganz konkret daran und trainieren uns selbst um. Das ist anscheinend wirklich was, was aus der Steinzeit kam. Also wirklich noch so von den ganz primitiven Menschen, wo einfach achtsam zu sein. Also jetzt mal angenommen, die sitzen da rum, haben irgendwie ein Feuer gemacht oder sowas und machen gerade irgendwie Spaß, spielen und spielen oder sowas, dann kommt ein Säbelzahntiger um die Ecke. Und in dem Moment ist es wichtig, dass alle sich darauf fokussieren, weil ne, da ging es ums Überleben. Ne? Und deswegen war dieses in Hab-Acht-Stellung zu sein und dieses Negative war wichtiger als der Spaß, weil es bei denen einfach, ne, hätten sie weiter ihren Spaß gehabt, wären sie alle gestorben. Und das ist anscheinend noch was, was in uns steckt. Wie gesagt, habe ich gelesen in einem, ich sage jetzt mal in so einem Halbfachbuch. Ich habe nicht recherchiert, ob das stimmt, aber es ist tatsächlich so. Ich mache auch die Erfahrung, ja, dass wenn das 5, 6, 7, 8, 10 tolle Sachen passieren an einem Tag und dann passiert eine Sache, die nicht optimal war. Das muss noch nicht mal schlecht sein, ne? Sondern nicht ganz so super wie alle anderen. Und dann wird sich an dieser Sache, die wird dann so groß gemacht. Und ich glaube, da, also da braucht es wirklich Training, ne? So wirklich so Training, wie wenn ich einen Muskel trainieren möchte, muss ich auch in die Muckibude gehen und diesen Muskel trainieren. Und der wird sich nur aufbauen, wenn ich ihn trainiere. Also genau so könnte man dann auch arbeiten. Und, das war ein Gedanke, der mir vorher kam, gut, dass du das gesagt hast, dieser Umgang mit Emotionen und mit denen auch in Kontakt zu sein, ist ja vor allen Dingen dann herausfordernd, wenn es negative, also vermeintlich negative Emotionen sind. Da geht es ja, na, wenn wir glücklich sind und so, da haben wir alle gar kein Problem mit unseren Emotionen. Das mögen wir ja gerne. Aber was ist denn, wenn wir wütend sind? Was ist denn, wenn wir zornig sind? Was ist denn, wenn wir hilflos sind? Was ist, wenn wir ja einfach nicht mehr weiter wissen? Na? Wenn wir so gefühlt am Ende sind gerade in dem Moment. Da hilft es unglaublich, auch mit diesen Emotionen mal in Kontakt zu gehen und vor allen Dingen oder den Kontakt dazu aufzunehmen und vor allen Dingen zu lernen, das auch auszuhalten. Weil das Leben ist nicht einfach nur rosa. Und Wut gehört genauso dazu, wie glücklich sein und mich freuen. Oder weinen und traurig sein. Es ist ja, das, nicht umsonst gibt es es. Und ich halte es für eine Illusion, dass immer alles toll ist. Das geht einfach gar nicht. Das Leben hat einfach so seine Wellen und seine Höhen und Tiefen. Und das Wichtigste ist, dass wir gut zwischen diesen Höhen und Tiefen hin und her ja, pendeln oder schwingen oder diese Wellen des Lebens schreiten können, wie auch immer du es sagen möchtest. Ne? Und damit gut zurechtkommen, ohne dass es uns komplett erschüttert. Ne? Also, dass wir traurig sein können, zum Beispiel, ohne gleich in eine Depression zu rutschen. Ne? So. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was in solchen Situationen, also einmal dieser Fokus aufs Negative. Ja, jetzt hatte ich zwar drei wirklich tolle Tage mit meinem Hund, hat alles super geklappt, nur jetzt war gerade diese blöde Situation und das ist viel größer als alles andere. Und auch das aushalten zu können, einfach sagen zu können, hey, ja, das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Und auch aushalten können, weil das ist, ne, ich habe auch schon mit einigen gearbeitet, die Hunde hatten. Und es war immer wieder Thema, wohl so, ich weiß es nicht, Beschimpfungen oder blöde Kommentare von anderen Hundehaltern. Das scheint ja ein fettes Ding zu sein. Also da Ja, habe ich auch schon viele das Sitzungen gehört zu hier zum Alltag. Das ist so salonfähig, irgendwie andere Hundehalter zu beleidigen oder ihnen zu sagen, wie sie einen Hund zu erziehen haben. gehabt. Das ist Ja, und Alltag. das muss, da müssen wir einfach auch lernen oder dann, ja, muss man einfach lernen, das auszuhalten und nicht sich schlecht zu fühlen, nur weil der jetzt seine schlechte Laune an mir abgelassen hat. Kann ich hier nichts dafür, wenn der blöde Laune hat. Ja? Genau. Ja, ich glaube, das Aushalten ist dort echt ein richtig großer Stichpunkt, weil wenn ich in so eine Situation komme, fühle ich mich da ja auch blöd. Ne? Also ich kotze dann auch ab und ich bin dann auch unter Umständen wütend, weil die sehen, ich habe Probleme und die kommen trotzdem einfach immer näher oder so. Ne? Also dass auch die Menschen so vermeintlich rücksichtslos in dem Moment sind oder blind oder in Gedanken oder was, es sind ja so viele Möglichkeiten, warum sie das tun. Und da das auszuhalten und dann, also das dann wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, abzuschütteln. So Emotionen kommen ja in Wellen, ne? Und so wie die kommen, gehen die halt auch wieder. Und das einfach darauf zu vertrauen, ich atme jetzt ein paar Mal tief durch, ich gehe weiter und dann ist es wieder weg. Und dann mache ich,
Also ich mache das so, dann mache ich einfach irgendwas, was so richtig schön ist für mich und meinen Hund. Das muss gar keinen Zweck erfüllen. Und wenn wir einfach nur in der Sonne liegen und uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, wir machen jetzt einfach irgendwas, was uns so richtig gut tut, um wieder so ein Gleichgewicht, so ein Gegengewicht herzustellen, Super, damit die alte Emotion gehen konnte und wieder durch eine neue, quasi mit einer neuen guten Welle sozusagen dann wieder ersetzt wird. Und dann bleibe ich auch nicht hängen in diesen Situationen. Also früher war ich auch richtig grollig, ne? Ich habe auch, das kann sich viele wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ich habe früher, so vor 5, 6 Jahren, Leute auf der Straße angebrüllt, wenn die solche Sachen gemacht haben, ne? Weil die mich in so eine schlimme Situation gebracht haben mit meinem Hund und denen das so egal war. Weil die sich halt auch gedacht haben, ja, soll sich nicht so einen großen Köter holen und so, dann hätte sie jetzt nicht so eine Probleme. Ne? Und da habe ich dann damals ja schon, boah, und da bin ich voll impulsiv rausgeplaut und habe rumgeschrien, dass ich danach Halsschmerzen hatte. Und die Leute angeschrien. Und das ist inzwischen einfach auch nicht mehr so. Ich habe gelernt, es auszuhalten und es eben nicht den Träger auch so zurückzuwerfen, den Ball, ne? Sondern das zu integrieren, umzuwandeln und einfach zu wissen, alles ist gut, die Situation geht vorbei, die Emotion geht vorbei und danach mache ich einfach was, was uns gut tut. Wobei, vielleicht hatte das schon auch seinen Sinn, dass du die Leute angeschrien hast, weil es Aber es ist ja ändert ja auch. nichts. So, ne? Die haben wir zurückgebrüllt, aber ansonsten hat sich ja nichts geändert. Also Schreien an sich finde ich schon. Also Schreien ist eine super Möglichkeit, um einfach auch mal Wut zu entladen. Ne? Das ja. Muss man ja nicht andere Leute anschreien, aber ich gebe meinen Klienten wirklich immer den Tipp, sage ich, wenn ihr irgendwo in der Nähe von der S-Bahn oder sowas wohnt, steht euch an die Gleise ein bisschen abseits, wenn dann so eine S-Bahn vorbeifährt, dann kannst du dir die Seele aus dem Leib chillen. Hört kein Mensch, ne? Weil so Genau. ein Zug ist ja laut. Ich mache das tatsächlich auch selbst ab und zu mal, wenn ich das Gefühl habe, das muss einfach raus, weil das, ne, das darf schon auch mal raus. Da sind wir tatsächlich sehr, ich sage jetzt mal, unterentwickelt, wenn es darum geht, mal Wut oder Zorn auch wirklich da sein zu lassen und das auch mal auszulassen. Aber wie du sagst, ich glaube, was wichtig ist in solchen Situationen, dass du es einmal rauslässt und da kann man auch. Weißt du, da kannst auch, das ist das, was ich meinen Kindern zum Beispiel immer sage, sag ich, wenn du sauer bist, ja, dann schlag auf die Kissen auf der Couch ein oder sowas, ne? Dass das einfach irgendwie rauskommt. Das ist wichtig, das machen die Tiere übrigens auch. Ne? Wenn die Ja. sich erschaufen oder sowas und dann ist der Kampf vorbei, dann rennen die ja auch erstmal noch ewig rum oder wälzen sich so im Gras oder so. Da geht es darum, diese Energie Ja, auch rauszumachen. bei Frust und so sieht man immer Genau. dann irgendein Verhalten, wo sie die Anspannung abbauen Genau, können. genau. Deswegen traumatisieren ja auch Tiere vergleichsweise wenig oder na, muss wirklich viel Schlimmes passieren, weil die dann sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, einfach diese Energien abzubauen, was wir Menschen wenig tun. Ne? Also da wird dann Adrenalin aufgebaut, ein bisschen wütend und so weiter und so fort. Aber dieses Runterfahren, das machen wir meist nur zum gewissen Grad und dann bleibt immer dieser Reststress in uns. Machen viele aber tatsächlich auch im Hundetraining. Ne? Also die Hunde sind sehr weit oben im Spiel, in der Begegnungssituation, was auch immer. Und dann wird den Hunden oft bei vielen Trainingstechniken nicht die Möglichkeit gegeben, das abzubauen, sondern es wird verlangt, dass sie sich angepasst verhalten und einfach wie ein Roboter weiterlaufen quasi. Ne? Gibt es von mir auch mal wieder als Empfehlung, so spielen in Erregungswellen zum Beispiel oder nach einer Begegnungssituation eine Futtersuche machen oder was zum Kauen geben oder so, dass die einfach die Hunde die Anspannung wieder abbauen dürfen. Und genauso brauchen wir da halt auch irgendwelche Mechanismen, um die wieder abzubauen. Genau. Und dann, wenn es wirklich weg ist, oder was zum Beispiel auch super ist, also wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast zum Schreien, ist schütteln, sich ausschütteln, da kannst du viel abbauen. Und dann, wie du gesagt hast, ein Gegenprogramm, irgendwas, was wirklich gut tut für die Seele, ja, irgendwas, wie du sagst, in die Sonne setzen, was auch immer, ne? Um da wieder ein Gegengewicht herzustellen. Und natürlich ist im allerbesten Fall, dass du einfach selbst lernst oder dir so Abgrenzungsmöglichkeiten beibringst, dass du es eben zum einen aushalten kannst, auch immer dir bewusst bist, dass ja auch von einem anderen Hundehalter, da ist ja auch was dabei. Ne? Es sind ja nicht nur deine Themen, sondern es sind ja auch denen du begegnest. Und dass du schaffst, dich da ein Stück weit abzugrenzen. Also insofern, dass du schon sagst, ja, das ärgert mich jetzt oder das war jetzt doof. Aber es erschüttert mich nicht in meinem Dasein als Mensch, in meinem Dasein als Hundehalterin, in Bezug mit meinem Hund, sondern es war jetzt einfach eine blöde Situation. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. Ich sage immer,
Steht auch an diversen Stellen auf meiner Webseite. Jede Veränderung deines Hundes beginnt bei dir. Ja. Und ich bin auch der Überzeugung auf mehreren Ebenen, also sowohl im Kopf, dass wir uns einfach wirklich Wissen aneignen müssen über eine andere Spezies ja. und über das Lernverhalten und die Bedürfnisse dieser Spezies. Und auch, dass wir unsere innere Arbeit machen, Genau. dass wir uns selbst überhaupt ja erstmal dazu befähigen, unserem Hund ein guter Begleiter zu sein, Ja. vor allem in schwierigen Situationen. Es gibt so Ja. viele leichte Situationen, die sind easy, aber die Situation, auf die es ankommt, das sind die schwierigen Momente, Ja. wo unser Hund wirklich unsere Unterstützung braucht und wo wir echt viel aushalten können müssen, Ja. ohne dass es uns erschüttert oder dass es uns kippen lässt. Ne? Genau. Dass nicht unser Konstrukt quasi wieder wie so ein Kartenhaus einfach dann zusammenfällt. Genau. So. Und dafür brauchst du eine solide Basis und die entsteht ja auch beim Mensch durch Arbeit an der Ursache, durch die innere Arbeit, die wir einfach dann machen dürfen ja auch. Weil, also ich empfinde es bis heute immer noch als wahnsinniges Geschenk, was ich alles einfach schon verändern durfte tatsächlich in mir, was im Außen dann auch sichtbar wurde. Aber ich habe es einfach nur mit mir selbst gemacht. Das war wirklich, also mit äußerer Unterstützung, aber also eine Glaubenssätze und so weiter, meine innere Arbeit. Und der schnellste Weg ist ja sowieso immer der schnellste, effektivste und auch leichteste Weg in meinen Augen, wenn wir eine gute Unterstützung einfach bei der Hand haben, die uns mitnimmt, die uns durch diesen Prozess durchleitet, die uns einfach so an die Hand nimmt, dass wir nicht so im Dunkeln fischen müssen. Richtig. Und da spanne ich jetzt den Bogen, weil ich kenne deine Arbeit und ich liebe deine Arbeit und für mich bist du eine der bereicherndsten Menschen, die ich kennenlernen durfte tatsächlich. Und ich weiß, dass du demnächst einen kostenfreien Workshop gibst zum Thema eigene Bedürfnisse, was ja voll ins Schwarze trifft, wenn es darum geht, mit unseren Hunden zusammenzuleben und die Bedürfnisse auch unter einen Hut zu bekommen und die eigenen Bedürfnisse wahrscheinlich überhaupt erstmal kennenzulernen, oder? Ja, also da gibt es unterschiedliche Stellen. Ja, erstmal wirklich, ich habe viele Klienten, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich wirklich will. Ja, das ist, ich auch. Die meisten kommen zu mir und sind so verdammt klar darin, was sie nicht möchten. Genau. Und dann stelle ich meistens die Gegenfrage, sage, was hättest du denn gern stattdessen? Und dann ist eigentlich zu 99% erstmal Leere, da kommt nichts. Da schauen mich dann zwei große Augen an und sagen, das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und dann sind wir schon in der Bedürfnisarbeit. Das ist ein Teil. Und der nächste Teil ist aber dann schon, wie kann ich denn meine Bedürfnisse erfüllen? Und gerade, wie kann ich die erfüllen, ohne dass ich jetzt total egoistisch bin, ohne dass es auf Kosten der anderen geht. Das ist ja auch so ein Thema. Und dann ist natürlich schon auch dieses Thema, wir haben ja alle Bedürfnisse. Ja? Wie kann ich meine Bedürfnisse auch so, ich sage jetzt mal, ausleben und steuern, dass sie schon auch mit den Bedürfnissen jetzt zum Beispiel von meinem Hund oder von meiner Familie oder meinem Umfeld oder wie auch immer zusammenpassen. Und das ist eine spannende Geschichte. Und weil ich einfach immer wieder merke, dass das viele Leute an ihre Grenzen bringt, habe ich da jetzt einen Workshop dazu konzipiert und entwickelt, mal so als wirklich als Einstieg zum Thema, wie sieht es denn da in mir eigentlich aus und wie kann ich damit arbeiten? Das finde ich so cool, weil wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft ich das höre, immer wieder, ich kann doch meine Bedürfnisse nicht komplett hinter meinen Hund stellen. Genau. So, ne, stehe ich vor meinem Hund, stehe ich hinter meinem Hund an und so weiter, dass das so ein Problem ist und auch eigene Bedürfnisse kennen, wenn es dann darum geht zum Beispiel, ne, wirklich, was möchtest du oder was sind so deine Herzenswünsche, was möchtest du realisieren, da ist tatsächlich auch bei meinen Kunden oft eine Leere da, dass sie das nicht formulieren können, weil sie sich das gar nicht erlauben, da so in Kontakt zu gehen. Genau. Wann findet denn dein Workshop statt? Am 23. September, das ist ein Donnerstag, abends um 19 Uhr. Online, oder? Ist online, ja, ist online. Wird so 1,5-2 Stunden dauern. Ich werde da auch gleich ein Stückchen mit meinen Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten. Also es wird nicht nur, also ich erzähle schon ein bisschen was, aber es wird nicht nur Gequatsche sein, sondern wir werden wirklich auch ein bisschen aktiv werden gleich. Genau. Und ich freue mich riesig drauf. Vor allen Dingen habe ich den Workshop so in der Form noch nicht gehalten. Und das sind für mich auch immer was ganz Besonderes. Ne? Ja. Ja, da ist immer eine besondere Energie dabei. Total, immer ja. Bei neuen Projekten ist immer eine ganz, ganz, das ist immer so magisch. Ja. Ich finde das auch immer so. Ich auch. Und ich
ja, jetzt gerade vor 2 Tagen schon so ein bisschen was ausgearbeitet noch, wie ich das mache und so. Und ich merke immer, da kommt wirklich auch so was Kindliches in mir hoch. Ne? Da, also ja, das kleine Mädchen, das irgendwie voll neugierig wird und einfach so ein bisschen aufgeregt ist. Ne? Ja, total schön. Genau. Ich würde deinen Workshop mega gern verlinken wollen. Den Workshop zu, ich sage es immer noch mal so platt, wahrscheinlich zu eigenen Bedürfnissen erkennen und so ein bisschen... Lebe deine Bedürfnisse, irgendwas in die Richtung. Tatsächlich ist der Titel das Einzige, was jetzt noch nicht hundertprozentig steht. Kommt im letzten Moment. Also geht's mir immer. Es kam immer im letzten Moment, der Titel. Ja, wenn der Workshop hundertprozentig steht, dann ist wahrscheinlich auch klar, wie er heißen wird. Ja, mega schön. Am 23. September, 19 Uhr, online, kostenfrei, bei dir. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Genau. Super wertvoll für alle Menschen und auch für Hundemenschen. Ja, weil das ist eben genau der springende Punkt. Ja. Ich muss dran denken, ein Lehrer von mir hat immer Jumping Point gesagt. Und das ist tatsächlich, das ist mir jetzt, ich bin schon lange nicht mehr in der Schule, aber das habe ich in solchen Momenten immer noch im Kopf, dass eben die Tiere uns da so tolle Spiegel sind. Ne? Die leben nach ihren eigenen Bedürfnissen. Die haben die auch nie verloren. Die wissen, die sind da total gut mit sich angebunden. Und ich glaube halt auch, dass eben so, für Tierhalter ist ein Riesengeschenk, ist, wenn sie es selber auch machen. Das ist das absolut. Es bereichert das Leben des Hundes, es bereichert die Verbindung zwischen den beiden, es bereichert alles. Ne, letztendlich. Genau. Für mich ist es ein Weg, um den man nicht drumherum kommt. Ja. Und auch nicht versuchen sollte, drumherum zu kommen, weil das ist ein grandioser Weg. Das ist ein Lebensweg letzten Endes. Ne? Wenn man wirklich leben möchte und das Leben erleben möchte, dann ist das der Weg, den man gehen sollte. Auf jeden Fall. Ja. Oh Gott, das ist fast ein schönes, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke. Ja, wirklich voll schön. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für das Interview, für deine Sicht aus menschenpsychologischer Sicht, sage ich jetzt mal. Ja. Naja, du weißt, also du hast den Blick auf die Menschen und ich auch auf die Menschen, aber vor allem auch auf die Hunde. Und freue mich einfach mega auf deinen Workshop. Ich verlinke ihn auf jeden Fall in den Shownotes und dann würde ich jetzt einfach sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Wirklich war ein super schönes Gespräch. Und ich wünsche dir auch einen schönen Tag und natürlich auch allen, die zuhören. Genau. Danke dir. Dann, wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Genau. Bis bald. Bis dahin. Ciao. Auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Rosina für dieses super schöne Interview. Wenn du jetzt sagst, oh ja, da hat es gerade irgendwas in mir in Bewegung gesetzt, das Getriebe fing an zu rattern, dann schau unter die Podcast-Folge. Ich habe dir den Link zu Rosinas Workshop direkt unten drunter gepackt. Melde dich an, er ist kostenfrei, du hast nichts zu verlieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, und Hund ist mir auch wichtig, dann kannst du auch unter der Podcast-Folge schauen, findest du die Links zu mir. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag mit deinem Hund. Lass diese Podcast-Folge, das Interview direkt in dein Herz wandern. Und dann sei einfach gespannt, was alles so passieren darf in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich darauf, wenn wir uns, du mich, nächste Woche wieder hören. Bis bald, deine Tina.